Also, das ist mal ein Paket. Und damit würde ich sagen, Peace, meine Freunde, was geht ab? Wir sind wieder back mit einem neuen Unboxing am Start. Jedes Jahr wieder und wahrscheinlich dieses Jahr das vorletzte oder letzte Mal die Kollega-Box. Ich habe mich nicht lumpen lassen und es sind beide Boxen hier drin. Also, hier sind einfach beide Kollega-Boxen drin. Sprich, die Legacy-Box oder diese Ultimate Super Mega Super Duper Trupel-Box. Ich muss immer gucken, dass ich ein bisschen im Bild bin. Und hier ist auf jeden Fall die normale Box drin. Also, ich habe hier ein Paket, das ist unfassbar, aber unfassbar leicht auch. Also, ich bin mal gespannt. Es liegt nur 4 Kilo, stand von DHL angegeben dran. Und das kommt der Sache schon echt nah. Also, 4 Kilo ist echt realistisch. Wir machen den Hasen hier mal auf, aber unfassbar schlecht verpackt. Also, dafür, ich habe da, by the way, wir haben jetzt heute den, ich glaube, den zweiten, den, ich glaube, wir haben den 8. oder 7. 8. oder 7. August haben wir. Und eigentlich sollte das ja beim 3. August, oder, keine Ahnung, sollte auf jeden Fall einen Freitag vorher kommen. Und ich habe es jetzt einen Mittwoch danach gekriegt. Oh, nee, heute ist Donnerstag, ja. Ihr merkt schon, ich bin auf jeden Fall der YouTuber-Lifestyle-Kick-Kapper. Ja. Bisschen schade, muss ich sagen. Bisschen schade, dass ich das jetzt so spät bekommen habe, weil jeder hat ja eins hochgeladen, schon ein Video. Adlerson, jeder hat gefühlt ein Video hochgeladen. Aber ich bin so ein Kollega-Fan, ich muss es hochladen. Mir macht so viel Spaß. Und so wie es aussieht, ist das nur eine Kollega-Box. Also, so wie ich das jetzt hier identifiziere. Okay. Also, es sieht schon mal ein bisschen komisch aus. Wir haben jetzt das Paket hier. Und das Paket hier, was sehr leicht rüberkommt, by the way. Also, das ist schon ein bisschen komisch. By the way, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen noch die Cam einstellen, dass sie so ein bisschen mehr hier rüber geht. Sorry Leute, dass ich das im Video mache, aber ihr kennt das ja. Das ist hier wie bei Adlerson, das wird uncut gemacht. Okay, den hier packen wir gleich aus. Was da drin sein sollte, dürfte jedem. Oder komm, wir packen wir zuerst aus. Komm, ist doch das Highlight. Packt mal das Highlight zuerst aus, weil eigentlich sollte jeder wissen, was hier jetzt rauskommt, der sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, der nicht sich mit der Materie beschäftigt. Er hat eigentlich den Bushido-Move gemacht. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, nein, doch, ich bin mir schon ziemlich sicher. Ich glaube, ein Kollege hat sich da auf jeden Fall von Bushido inspirieren lassen, weil Bushido in der Hinsicht Vorreiter war. Und hier kommt es schon. Es ist. Okay, es könnten vielleicht doch zwei Boxen sein. Hier sind doch noch Inhalte drin. Es ist der Legacy, nicht Legacy Gold Award, aber es ist auch ein Award. Okay, Kollege hatte ja den Legacy Gold Award. Okay, vielleicht nehme ich das zurück, vielleicht war er der Vorreiter. Aber hier sind einfach eine dreifach Gold, ja, von Still King, auch mit dem Still King Bild drin. Danke an alle meine Alphas, als Dankeschön eure Loyalität, la 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 la, auf jeden Fall. Kurz auf jeden Fall. Aber kommt ein Tick nicht so produktivitätsmäßig rüber. Natürlich, also da reden wir jetzt immer noch von Bushido und von der Bushido-Box. Die habe ich auch hier mit dem gleichen, also mit auch einem Award. Und der war ein Tick hochwertiger, muss ich sagen. Auch wenn da gefühlt, ich kriege auch einen neuen, weil der falsch produziert wurde und auch ein Tick kaputt war. Er war aber hochwertiger. Also auf den ersten Blick, wir gucken mal. Der hier kommt rüber wie ein Bild. Einfach wie ein Bild. Auf jeden Fall mal besser verpackt. Da hat er überhaupt sich nicht lumpen lassen, da hat er eine vernünftige Logistik dran gelassen. Hat sich das gereimt? Ich weiß es nicht. Okay. Also wir haben hier hinten schon mal einen sehr, sehr feinen Filz. Das kommt sehr krass rüber. Wir haben zwei Aufhänger, was mich sehr bei Bushido gestört hat. Okay, zwei Aufhänger ist schon mal besser. Okay, die Ecken sind genauso beschissen verarbeitet wie bei der Bushido-Box. Und so von vorne. Es kommt halt wirklich sehr wie ein Bild rüber. Es kommt sehr selbstgemacht rüber. Also selbstgemacht, als hätte ich das so selber daheim gemacht, so Kappa. Nee, aber es kommt so, es kommt ein Tick billiger rüber. Ja, die Ecken sind auch billig. Die Ecken sind komplett billig gemacht. Hier. Ich kann das ja mal zeigen. Ich hoffe, das sieht man. Hier ist die Ecke. Ich zeig's mal. Hier ist die Ecke. Die sind komplett billig gemacht. Auf jeden Fall mal die Ecke war billig. Hier die Ecke ist auch billig gemacht.
Also der hier ist niemals, der hier ist niemals seine 100 Euro wert. Niemals. Also da muss noch Inhalt drin sein. Also meiner Meinung nach. Natürlich ist ein schönes Gimmick, aber der von Bushido, der war auf jeden Fall kompetenter. Also der war einfach, der hatte einfach ein anderes Aufkommen. Der war auch größer meiner Meinung nach. Aber wir gucken mal. Also, wir haben hier Alpha, Still Schniedel, Einverschweißt, warum auch immer. Was ist jetzt hier drin? Bin ich jetzt sehr gespannt. Ah, okay. Wir haben, ich hoffe, ich bin hier gut im Bild am Sitzen. Irgendwie ist das anscheinend hochgegangen von der Dingsums. Wartet mal. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier... Ja, ich glaube, so ist gut. Also, wir haben ja einmal Kollega Poster und das Tony Style Poster. Sehr schön für Leute, die Poster mögen. Ich bin jetzt nicht so der Freund davon. Also, ja, ist okay. Dann dürfte hier, ja, Doppelalbum-CDs sind hier drin. Also hat er sich an der, am gleichen Dingsbums bedient. Was cool ist, hier steht nochmal Still King drauf. So ein Bag-mäßig, aber halt auch nochmal Verpackungsmüll. Bisschen an die Umwelt denken, Leute, hier. Ja, dann einmal das Doppelalbum-CDs. Können wir auch mal gleich gucken. Sticker kommen auch kompetent rüber, auch vom Album und vom Tony Style EP einmal. Also, da wurde auf jeden Fall das Cover sehr oft verwendet. Ich glaube dann, das ist die zweite Box, das weiß ich jetzt nur nicht. Aber es kommt billig rüber, by the way. Also, es kommt für die letzte Box. Also, ich habe keine Box jetzt zum Hinstellen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe natürlich den Gold Award oder hier den Award oder was weiß ich. Ich nenne immer Gold Award einfach. Aber so richtig Dingsums weiß ich nicht. Ob jetzt hier, bis ich bei dem Cover Mühe gegeben wurde, das ist Kollega. Ich meine hier nicht beim Cover, beim Booklet. Also hier bei dem Ding, wo man gucken kann, was da für Dinge drin sind, bin ich mir ziemlich sicher. Ich will die jetzt nicht auspacken, weil ich würde die gerne verschweißt lassen. Also hier haben wir dann auch nochmal das. Ja, ein bisschen was an Klamotten. Habe ich mich auch schon drauf gefreut, aber das sieht mir hier so ein bisschen nach, weiß ich nicht. Ich guck mal gerade, ist hier noch was drin? Ja, hier ist noch was drin. Stimmt, da war noch was drin. Gut, das war alles. Dann packe ich nämlich mal gerade hier ein bisschen den Müll zur Seite. Also hier, das hier macht jetzt erstmal einen Abflug. Einfach dahin, wo man es her hat. Auch entspannt in den Dingsums. Ich würde das hier gerne ein bisschen aufstellen, dass man das so ein bisschen im Video sieht. Ich guck mal, dass ich das hier mal gerade so ein bisschen hier neben mich packe. Ja, alles ankert, Leute, ihr kennt den Hasen. So. Okay, hoffentlich fällt das jetzt nicht. Gut, dann habt ihr schon mal so grob den Überblick, was hier eigentlich am Poppen ist. Ne? Am Poppen. So, zack, zack, die Tony Style EP, die Sticker und hier halt noch das wunderschöne Poster. Wirklich ein wunderschönes Poster vom Boss hier. Gut, bevor wir uns das Hemd genauer angucken, gucken wir uns mal hier gerade das hier an. Hier scheint eine Brille oder so drin zu sein. Also das Etui, dafür, dass es, also es wird wahrscheinlich ein günstiges Etui gewesen sein, aber es kommt hochwertig rüber. Also es ist auf jeden Fall benutzbar. Sehr gespannt. Okay. Alter, eine Pilotenbrille vom Boss jetzt hier oder was? Alter, hier im innen drin ist sogar noch für den Nasenbügel. Also das ist auf jeden Fall hochwertig hier. Okay, jetzt bin ich gespannt. Alter, okay. Ey, ich glaube, das ist eine der wenigen Dinge, die man mal... Ach du Scheiße, hier steht einfach so dick Made in China drauf. Hier steht einfach hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber hier steht einfach so dick und fett auf diesem Bügel hier Made in China drauf. Also das Ganze, das hätte man ja wirklich noch schwärzen können, bitte. Also dass es Made in China ist, ist uns allen wohl bewusst. Aber okay, es ist ein Metallrahmen auf jeden Fall. Ich setze das Ganze jetzt mal auf. Aber ich muss sagen, oh Leute, ich habe jetzt schon wieder zurückgedreht, by the way. Tut mir leid, Leute. Ich kann das hier über die Apple Watch einstellen, ich bin anscheinend ziemlich beschissen da drin. Digga, was mache ich hier? Digga, also ich bin so schlecht da drin, ne? Das ist unfassbar. Ich muss hier rausgehen, ich muss das hier dann so machen.
Sorry, Leute. Also ich war so lost gerade, Digga. Also ich hoffe, ihr seht es jetzt. Also ich muss sagen, dass die Brille kompetent rüberkommt. Also die Brille ist gut. Und ich wollte eh noch eine Brille haben. Und jetzt mit Metallrahmen, die kann ich auf jeden Fall zum Sport verwenden. Also das ist auf jeden Fall die Sportbrille mittlerweile. Also für mich jetzt. Weil ich trage beim Sport eigentlich immer relativ teure Brillen. Und das ist jetzt mal so ein bisschen was, wo das so ein bisschen raussticht. So, aber hier haben wir auf jeden Fall Dingsbums. Hier haben wir auf jeden Fall den Schniedel. Ich werde gucken, dass ich das hier doch bearbeite. Ich wollte das eigentlich uncut hochladen. Aber es ist jetzt schon sehr, schwierig geworden mit dem Aufnehmen. Ich nehm hier nicht so oft auf, deswegen ich bin da nicht so abrupt drin, wie jetzt bei meinem anderen. Also irgendwas hat abgefärbt, by the way. Also ich habe irgendwo Abfärbungen erhalten. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Abfärbung im Gesicht. Das wäre wild auf jeden Fall, wenn das abgefärbt hat, die Brille. So, you have been for the moment for a long time. Okay, hier nochmal ein Dingfuß. Den kann man auf jeden Fall mal nochmal behalten. Irgendwas stand da drauf auf Englisch. Mein Englisch ist natürlich wieder gottesfürchtig crazy krank. Und hier haben wir einen, auf Versace angelehntes, wie man das vom Boss kennt, Hemd. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, welche Größe ist denn das? Das weiß ich nicht. Kommt aber auf jeden Fall nicht klein rüber. Kommt sehr korpulent rüber, das Shirt. Oder besser gesagt, das Hemd oder wie man es jetzt nennen möchte. Ich hoffe, das sind jetzt alle Boxinhalte aus der ersten Box. Warte mal. Also das mockert auf jeden Fall ganz schön. Da kommt auch ziemlich komisch rüber, das Shirt, muss ich sagen. Kommt jetzt, ich weiß nicht, es ist auch wirklich, man muss auch sagen, es ist auch wirklich natürlich ein großer Boxinhalt mit dem Dings hier. Das wird auf jeden Fall gekostet haben, der Produktion, trotzdem. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das hier, vielleicht ist das auch nur der erste Geruch. Aber hier, der ist auch wirklich, ich weiß nicht, ich muss mir das hier erstmal angucken. Was ich schon mal negativ finde, hier bei der, ich weiß nicht, wie man das beeinflussen kann oder ob man das überhaupt beeinflussen kann, hier beim Ärmel ist ja so eine Stickung. Und da ist ja auch dieses Versace-Muster drauf. Die Stickung, oder besser gesagt, der Stick vom Ärmel ist über dem Versace-Muster. Und das finde ich komplett hässlich. Also ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber es ist auf jeden Fall nicht schön anzusehen. Weil ich euch jetzt nicht meinen vollkommen verfetteten Astralkörper zeigen möchte, machen wir das einfach mal so. Also so drüber tragen geht auf jeden Fall, aber es ist für mich extremst oversized, also richtig oversized. Also ich sehe es ja auch erst später, wie es aussieht, aber es ist extrem, ich gehe mal so ein bisschen runter so. Also es ist oversized, es ist komplett oversized. Also ich trage das jetzt mal fürs Video auf entspannt, aber das ist schon groß. Das ist sehr groß. Und ich bin zwar ein kleiner Mann mit 1,72, aber ich trage L bis M aktuell. Und das ist, also ich kann es tragen, aber es ist ziemlich oversized. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich kann jetzt nicht zum Spiegel gehen. Kann sein, dass es voll fresh aussieht. Kann auch sein, dass es nicht fresh aussieht. Ich mache mal den Dingsbums hier richtig. Ich will ja nicht aussehen wie Robert Geis. Aber das war jetzt der erste Boxinhalt. Also die erste Box. Also das war jetzt die große Legacy-Box. Und ich muss jetzt sagen, ich glaube, es waren 130 Euro, die ich bezahlt habe. Meine ich. Ich bin mir jetzt null sicher, wie viel ich für diese Box bezahlt habe oder sogar noch mehr. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn das jetzt nur die Box ist. Weil ich kriege ein Poster, das ich nicht verwenden werde. Ich kriege Sticker. Also by the way, was soll ich mit den Sticker machen? Soll ich die mir auf den Schrank legen, wie so ein 12-Jähriger? Also weiß ich nicht. Finde ich natürlich cooles Boxinhalt, klar. Hat Historie, die Alben, ganz klar. Die Brille ist auch cool, muss man sagen, aber ganz ehrlich, also wenn ich jetzt in DM gehe, kriege ich die gleiche Brille, wahrscheinlich auch für 5er, 10er, 20er in dem Preissegment, würde ich jetzt einfach mal schätzen, auch wenn sie sehr kompetent rüberkommt, vielleicht ein 30er, vielleicht auch ein 40er, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Hemd ist cool, also es ist auf jeden Fall der Jahreszeit entsprechend, sagen wir es mal so, es ist Sommer und da hatte man ja schon oft mit Kollegen Boxen so ein bisschen so, hey, was soll ich jetzt damit? Das ist doch Winter oder das Sommer oder das. Nee, Aschebox war das, sorry, Aschebox. Ich weiß noch, da war eine Winterjacke drin. Aber naja. Okay, es ist also, die Box scheint dann fertig zu sein. Hier haben wir nämlich die Still King Box, die ultra schwerer kommt als die andere. Und auch mit Zusätzen. Einmal zack. Und zack. Ich bin kein Freund davon übrigens, dass man das in solchen Boxen tut. Also zum Versenden, klar, aber
Da tut alles in die Box rein. So, also, dass da jetzt noch ein T-Shirt dazugesteckt wurde, finde ich, gibt dem, nimmt den Charme so ein bisschen von der Sache. Wir haben auf jeden Fall die Kollegas Little King Box. Ich kann die ja mal nach vorne halten. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Eine richtig schöne Box. Also die ist auf jeden Fall mal, ich muss auch noch gucken, ob alles richtig ausgerichtet ist, aber sieht super aus. So, wir gucken uns hier mal gerade an. Also das hier wird auf jeden Fall kein geiles Shirt sein, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall, das nächste Jog-Shirt von mir. Weil ich gehe immer in Deutschrap-Klamotten von Farid Bang und Kollega gehe ich immer joggen. Ja, das kannst du draußen nicht rocken. Also for real, das kannst du glaube ich draußen nicht rocken. Weiß ich nicht, Digga, Also ist cool gemeint, hat auch so ein bisschen so einen Vintage-Flair. Aber ich weiß es ja jetzt wirklich nicht, ob das so krass kommt. Ich tue das mal hier hin, aber weiß ich nicht. Also bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, ob das wirklich das ist, ne? Also ich jetzt persönlich. Also es sieht cool aus, aber wenn ich jetzt damit auf der Straße rumrenne und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir nochmal eine Brille anscheinend auch, die ist dann auch in der normalen Box dabei. Das macht dann auch schon den Wert der Brille schon wieder noch niedriger, weil sie in höherer Stückzahl produziert wurde. Gucken wir uns erstmal hier das an. Scheint ein Kartenspiel zu sein. Und das ist cool, weil Karten kann man immer gebrauchen. Also wirklich, Karten kann man for real immer gebrauchen. So ein Kartenspiel. Das gucken wir uns jetzt auch mal direkt an. Ich hoffe, dass die Karte auch ein bisschen noch individualisiert ist. Aber ich denke, okay, das ist hier Anfang. Also die sind cool. Also sie sind, Alter, okay. Okay, das ist krass, okay. Das muss ich auf jeden Fall zeigen kommen. Okay, das sind heftige Karten. Das sind richtig heftige Karten. Boah. Okay. Also wir haben auch JBG4 damit dann bestätigt, würde ich einfach mal sagen. Also das ist auf jeden Fall safe jetzt, dass JPG4 kommt. Das zeige euch auch wieso. Also wir haben hier bei dieser diesen Karten einmal den Buben im Kollega-Design. Die Dame im Kollega-Design. Also auch wirklich super schön gemacht. Also ich versuche es euch mal hier zu zeigen. So wunderschön gemacht. Kollega King, der Still King. Dann das Ass. So und jetzt hier hinter, passt auf, guckt genau hin, was jetzt kommt. Es ist aber der gute Banger, Alter. Der Banger ist am Start, Alter. Scheiße, Digga. Es ist einfach, also ich schwöre, also damit muss es confirmed eigentlich sein, dass wir dieses Jahr noch ein JBG4 kriegen. Vielleicht auch nächstes Jahr, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden auf jeden Fall noch was von den beiden hören. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin auch nach wie vor nicht davon zu 100% überzeugt, dass es Kollega sein letztes Album sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er in irgendeinem Synonym weiter rappt. Oder dass er in irgendeiner weiteren Phase seines Rap-Seins, er wird auf jeden Fall nicht, ich denke, er wird auf jeden Fall noch ein Usher-Album machen, weil die sind so connected, ich kann mir so gut NBA K2 vorstellen. Packe ich jetzt auch mal hier drauf, also wir müssen das hier so ein bisschen differenziert davon sehen. Ich packe das mal hier so, das wunderschöne Dings dahin. Haben wir jetzt wohl lange genug Dings ums gesehen. Ja, wir haben auch die Brille. Wenn die jetzt nicht anders aussieht, dann haben wir hier den ersten Riesenkritikpunkt. Okay, die sieht anders aus. Oh, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist krass. Oder was heißt, das ist krass? Das ist auf jeden Fall... Das ist geil. Guckt euch mal diesen Hasen an. Okay, das ist cool. Das muss ich sagen. Das ist cool. Das ist jetzt... Ich weiß natürlich nicht, wie krass die Gläser sind. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht die heftigsten Gläser sein. Also ich habe jetzt... Ich kenne mich ein bisschen damit aus. Ich habe extra eine Brille gekauft, die wirklich auch Sonnenschutz hat und noch eine zweite geschenkt bekommen damals von meinem Opa. Aber ich muss sagen, auch dass die Bügel sich selbst schließen, das ist schon... Also es ist keine Billigware. Es ist for real keine Billigware. Ich würde doch sagen, ich revendiere die Aussage. Plus, es sind jetzt auch andere Designs da drin. Das ist keine Billigware. Das hat auf jeden Fall Wert jetzt, die Brille. Wir wissen natürlich nicht, wie sind die Gläser. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, gut. So, Kollega, Still King Box. Alter, ist das geil. Also ist wirklich auch für mich eine sehr emotionale Sache. Ihr seht das, ich habe hier richtig nochmal reingepayt für den Kolle. Also, Kolle hat an mir auf jeden Fall 200 Euro verdient. Ja, ich würde sagen, wir machen die Box einfach mal auf. Hier ist der Schniedel. Sehr schöner Schniedel, by the way.
Und ja, also ich werde es nicht nochmal aufmachen. Wir haben das Poster hier drin, wir wissen das. Wir haben auch die Sticker hier drin, sehr schön. Alter, was haben wir denn hier drin? Alter, 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 okay. Also wir haben, boah, also jetzt hat Kolle einen rausgehauen, sage ich. Also wir haben auch die beiden, das Doppelalbum haben wir auch natürlich logischerweise hier drin. Und damit habe ich nicht gerechnet. Alter. Das, also das ist wild. Digga. Der ist auch schwer. Hammer. Digga. Der hat einfach einen 1 Award hier reingepackt. Digga, was ist denn jetzt los? Ich lege mal die gerade, also ich, warte mal, ich mach das mal schon mal so, ihr könnt euch den schon mal angucken. Alter, und der kommt richtig kompetent rüber. Der ist richtig schwer und kann nicht trainieren gehen. Wir haben hier einfach für die Kalenderwoche sogar, Kalenderwoche, hier steht Kalenderwoche, für die Woche 32 von 2024, Kollege Steril King an meine Alphas, den 1 Award. Also der hat, also das, also mehr kannst du die 1 ja nicht, also mehr kannst du ja nicht sagen, wir holen mit meinem letzten Album die 1, als wie mit dem hier. Wie krass ist denn bitte dieser Award? Er tut auf jeden Fall direkt Fettfinger anziehen wie sonst was, das ist schon mal geisteskrank, aber guckt euch das Ding mal an. Ich würde sogar sagen, das ist Glas, das ist vollkommen fettes Glas. Und er ist schwer, also er ist wirklich, das ist kein leichtes Glas. Also, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Also for real? For real, for real, for real. Es hat sich gelohnt. Aber die Karten haben auch viel rausgeholt, muss ich sagen. Weil meine Kollegen und ich, wir spielen immer Karten. Grüße an Yannick und Mike. Wir spielen viel Karten. Oder wir spielen halt oft mit Karten rum. Oder ich spiele auch in der Freizeit oft mit Karten rum. Die kommen auf jeden Fall krass auch beim Yannick rüber. Damit kann ich glänzen. Die Brillen kann ich beide verwenden. Finde ich cool. Ich finde ja immer gut, wenn man Sachen wirklich verwenden kann. Das T-Shirt wie auch das, bin ich ehrlich, ich glaube, ich werde es nicht einmal... ich werde es nicht einmal rocken. Vielleicht im Urlaub einmal, wenn man mal irgendwo in Tunesien ist, wo es auch keinen juckt, so, dann kann man es mal tragen, aber ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland rocken werde. Das ist auch nicht mein Style, ehrlicherweise gerade. Das T-Shirt von Kollega finde ich persönlich ein bisschen, ich glaube, es soll anders rüberkommen, als wie es wirkt. Ich glaube, es soll so ein bisschen so, weißt du, wie so ein Albumcover, was legendary ist, so was so von Tupac ist, soll zum Beispiel so mäßig so, soll so goated rüberkommen, auf jeden Fall, krass. Ja, was ich zum Beispiel nie verwenden kann, sind die Poster und Sticker, also das habe ich jetzt in doppelter Ausführung, wer die gerne haben will, soll sich einfach bitte nicht melden, weil ich die Box eigentlich gleich wieder zusammenpacke und dann eigentlich relativ, zusammenhalten möchte. Was natürlich klar ist, was natürlich komplett geil ist, ist natürlich das Poster. Nein, Spaß, das Poster natürlich nicht. Aber was natürlich auch komplett geil ist, ist der. Hätte ich mir einen Tick, also den hätte ich mir jetzt einen Tick krasser vorgestellt, hier den Award. Also hier für mit den 3 Golddingern. Der kommt mir einen Tick zu billig rüber. Der hätte noch einen Tick mehr reinkommen können. Ist auf jeden Fall in einer vernünftigen Größe. Nicht zu klein, nicht zu groß. Albums werden, sind, also die Alben, beide, also alle Alben sind super eingepackt, in keinem Papp auf Dingsbums, also komplett gut. Die Brillen sind halt wirklich cool, kann ich halt verwenden und also das hier, hiermit habe ich for real nicht gerechnet. Also hiermit habe ich for real nicht gerechnet und damit zieht die Box auch, die normale Box, finde ich, von der Legacy Box durch. Das ist doch krasser, also das ist for real, finde ich, krasser. Das hast du so gefühlt noch nie gesehen von einem Rapper. Das ist wieder unique. Also kann auch sein, dass es was von einem Rapper schon gab, den ich jetzt hier nicht natürlich damit schniedeln will. Aber das ist geisteskrank, for real. Also das ist for real geisteskrank. Ich kann es euch auch nochmal hier zeigen in der Nahaufnahme, damit ich auch da elegant hier gleich ausmachen kann. Also das hier ist das gute Stück. Digga, geisteskrank. Guckt euch den Hasen mal an. Der ist auch echt groß und schwer. Also for real, der ist groß und schwer. Wie mein Schwanz. Aber er ist auf jeden Fall groß und schwer. Heftig. Also, was würde ich den beiden Boxen geben? Also ich würde der Box auf jeden Fall auch für den 80er Wert, man hat was trotzdem zum Hinstellen, man kriegt ein Kartenspiel, was verwendbar ist, man kriegt eine Brille, die verwendbar ist, die auch hochwertig jetzt so herkommt. Alben, klar, logisch, auch in guter Qualität, wenn man es mag. Natürlich haben die, der Poster hat diese Knicke, kann man halt nicht ändern bei dem Format. Und halt die das T-Shirt ist halt ein Tick. Würde ich halt wirklich nur rocken, wenn ich mal, keine Ahnung, kann man wirklich nur schwer rocken, finde ich. Also, ist schwer rockable, genauso wie das Shirt. Aber würde ich definitiv eine 9 von 10.
Oder? Ne, ich würde eine 10 von 10 geben. Was willst du besser machen? Also was willst du daran besser machen? Natürlich, du kannst ein krasses Shirt reinpacken. Das wäre der Verbesserungspunkt. Aber ganz ehrlich, du bekommst so ein krasses Ding hier und das habe ich noch nie gesehen. Allein für den hier muss es die 10 geben. Also ist für mich eine 10 von 10. Hier gehe ich aber runter. Das finde ich zu wenig. Also hier finde ich es wirklich zu wenig. Warum haben die das Kartenspiel nicht auch reingepackt? Also for real, warum ist das Kartenspiel nicht drin? Kann nur sein, dass es noch da drin liegt, aber es ist das Karten. Warum ist das Kartenspiel nicht hier dabei? Das ist, also hat das nicht da reingepasst vom Budget her? Eine, also sie sind natürlich sehr hochwertig, wirklich, die sind sehr, sehr, sehr hochwertig. Aber die hätte ich trotzdem da reingepackt. For real, also das hätte ich noch gemacht. Auch wenn die selber designt sind, weil das wird schon auf jeden Fall Geld gekostet haben, jede einzelne Karte zu designen. Aber trotzdem, jetzt mal for real, also bitte. Das hätte auf jeden Fall noch gepasst. Die Box kann ich auch irgendwo hinstellen. Die ist auch sehr hochwertig. Kommt so ein bisschen im Krokodilleder-Style rüber. Also, meine lieben Freunde, ich würde sagen, damit sind wir auch durch. Ich glaube, wir haben es damit. Ich bin sehr glücklich. Ich würde aber der Box dann nur eine 8 von 10 geben, weil mir halt das Preis-Leistungs-Verhältnis da so ein bisschen flöten geht. Deswegen, ich würde einfach sagen, Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Kollege, bitte mach einfach weiter, weil, Bruder, ich vermisse dich sonst hart. Wir sehen uns. Ciao, ciao.